Verstehst du? Und wenn die Leute sich im Internet frech werden zu ihnen, wenn ihn aber sehen, dann die Bullen rufen, dann habe ich damit ein Problem. Da halt doch ganz dein Maul, oder? Steh dein Mann und komm her. Mehr sage ich doch gar nicht. Ich habe meine Familie nicht auf der Straße gefunden, Bruder. Vergiss das nicht. Und ich besonders nicht, weil entweder du weißt zu schätzen oder du weißt nicht zu schätzen. Und ich weiß, dass meine Familie habe ich nicht irgendwo gefunden in der Gosse. Jetzt ist meine Familie. Ich habe 1000 Cousins, davon kannst du die Hälfte Müll schmeißen, sag ich dir so, wie es ist. Ja, aber gut, Arafat verdient auch am meisten, ne? Ah, ja, diese Filme, ja klar. Vorfängig, ich weiß ganz genau, was hier gerade deine Intention ist. Nein, das ist gar nicht so dumm, wie alle denken, Bruder, der ist so schlau. Guck mal, deine neubemannskluge Kacke kannst du mit deinen Kindern machen, da bei dir ein Dings, nicht mit mir, mein Freund. Weißt du warum? Bei sowas wie dich habe ich schon dreimal gefressen und wieder ausgekotzt, glaub es mir. Ali, du bist so schwer, ich kann dich niemals fressen. Ich weiß, ich fresse dich, darum sage ich ja. Das wirst du nicht schaffen, bei Allah. Dich zu fressen schaffe ich nicht. Nein. Wenn ich Hunger habe, Bruder, kannst du nicht wissen. Bruder, und das, was du erzählst über deinen Cousin, Bruder, das ist alles falsch, aber trotzdem mag ich dich. Ja? Ja, okay. Bruder, gut. Ich kenn seine privaten Probleme, Bruder. Er kriegt kein Auge zu unter Allahs Himmel, weil er so viele Schuldgefühle hat. Er kann nicht schlafen. Okay. Ja. Und du weißt das. Du weißt das. Und du klebst an ihm. Du klebst an ihm, weil er Geld verdient ohne Ende und weil er deine Miete bezahlt. Ohne. Sei ein Mann. Ja, ich bin ein Mann. Ich bin mehr Mann, als du jemals sein kannst. Guck mal, das ist typisch, deine Familie immer nur schreien und bleiben. Alhamdulillah, bin ich diese Familie. Meine Eier, Habibi, ich kack auf dich, du Köpek. Ich bin gerne meine Familie. Guck mal, siehst du, du hast Angst. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Wallah, mir geht's gar nicht gut. Ha. Ich schwöre auf alles, ich glaube, mein Fuß ist gebrochen. Wallah, wieder seit gestern, ich habe Schmerzen. Und heute, ich bin aufgestanden, ich konnte nicht laufen, Bruder. Ich brauche einfach Rollstuhl. Bruder, Wallah, ich brauche einfach Rollstuhl. Mein Fuß ist noch dicker geworden und so, Bruder. Inshallah, ist das kein Thrombose oder so. Ja, Wallah, ich sag euch so, wie es ist. Nach diesem Video gehe ich safe Krankenhaus. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Keiner vielleicht berichtet nicht darüber. Aber Wallah, mein Fuß geht's gar nicht gut, Alter. Ich, dass ich am Ende amputiert werden muss oder so. Töbe, Astaghfirullah. Aber Wallah, mir geht's gar nicht gut. Ich brauche Rollstuhl. Ich hoffe, ich kann vom Bett nicht hinlaufen, Bruder. Das geht nicht. Ich bin mit einem Bein gehüpft, Bruder. So, weißt du, was ich meine? Selbst jetzt immer noch tut das weh. Aber wen juckt das überhaupt? Warum rede ich gerade darüber? Wie geht's euch eigentlich, ja? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, man, in dieser Folge wird's auf jeden Fall wieder ein bisschen, sanft, ne? Sagen wir mal so. Ihr versteht, glaube ich, was ich hier sagen möchte. Besorgt euch einfach nur Chips, Mips, Nips, Popcorn, hinter euch drücken, genießt einfach nur dieses Video. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ist auf jeden Fall einiges passiert. Familie wird eingemischt. Worte sind gefallen, harte Worte. Und, bleibt einfach von Anfang bis zum Ende am Start. Falls ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt, lasst es mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Schreibt einfach, bis jetzt geschaut, damit ich Bescheid weiß. Ich küsse eure Augen. Dankeschön für euren Support. Viel Spaß. Außerdem, Bruder, er hat ganz andere Baustellen. Der hat ganz andere Baustellen. Das ist. Ich glaube, er kann das trennen. TikTok, Quatsch, oder? Nee. Das trennt kein. Das trennt keine Sorge, mach dir da keinen Kopf, das wird nicht getrennt. Was man hier sagt, hat man gesagt, Bruder. Ich glaube, Coach Frankie, ich glaube, er mag Arafat. Ich glaube. Nein, guck mal. Mehdi, hier ist FSK 18. Ja, Allah, ihr wartet, der Wahrheit ist noch Mehdi, ja, Rab. Aber nicht du, inshallah. Salam alaikum, Jamaa. Wa alaikum salam. Schau, Prinz, wie geht's dir? Gut, dass du da bist, Mehdi. Auf jeden Fall, salam alaikum. Ja. Viele schreiben hier, ich dachte, Gold ist hier drin. Wie lange hast du mehr gesehen, du? Wo warst du? Ich war 6 Monate im Gefängnis, Bruder. Ich habe Freispruch bekommen. Jetzt bin ich wieder da. Wegen Prostitution? Er hat dich prostituiert selber. Ja, ich habe mich selber prostituiert. Ey, wir dürfen das nicht sagen. Hör auf, wir dürfen das nicht sagen, Mann. Jungs. Reden ist Belash, ja, hast du recht, Bruder. Ich weiß. Ey, Frankie, wann gehen wir beide mal essen? Wallah, ich will dich zum Essen einladen. Ich mein's ernst. Ey, hör zu, Bruder. Ali, ich liebe Ali, weißt du warum? Ihm ist scheißegal, was für Fehler seine Familienmitglieder machen, er ist todesloyal. Ich kann nichts zu ihm sagen. Wenn er Arafat deckt, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Weil ich will auch, dass mein Cousin so über mich redet. Ich decke niemanden. Ich decke keinen Arafat. Aber ich will dir was sagen. Ja. Ganz ehrlich, ganz sachlich und ganz klar.
Wenn Arafat was falsch macht, dann sage ich gar nichts. Okay? Aber wenn ich bei einer Sache weiß, dass er nichts falsch gemacht hat, dann mache ich mir Maul auf, ganz einfach. Wenn er aber schuld ist, dann werde ich noch nicht unloyal gegenüber dir sein, aber ich werde einfach nichts sagen. Richtig, Bruder, genau so. Denkt ihr wirklich so, wenn ich jemanden in der Familie habe, der kriminell ist, dass ich den dann irgendwie in der Öffentlichkeit fertig mache? Auf gar keinen Fall, nie im Leben. Familie bleibt Familie. Es ist halt so. Weißt du, was ich meine? Wenn mir was nicht passt oder wenn er was falsch gemacht hat, natürlich sage ich es ihm privat. So, ne? Das ist komplett was ganz anderes. So, hinter geschlossenen Türen kann man das regeln, kann man das denen erklären, kann man denen das sagen. Ich finde auch viele Sachen nicht gut. Weißt du, was ich meine? Aber heißt das jetzt, dass ich in der Öffentlichkeit gegen meine eigene Familie schießen muss? Nein, auf gar keinen Fall, Bruder. So, sowas macht man nicht. Und ich verstehe auf jeden Fall Ali zu 1 Million %, egal wie schlimm meine Cousins sind, egal wie schlimm meine Brüder sind, ja, oder wären, ich würde niemals in der Öffentlichkeit meiner Familie den Rücken kehren, weil ich liebe meine Familie und ihr solltet auch eure Familie lieben. Natürlich, ihr müsst nicht jede Sache cool finden, die da machen, oder was mal passiert ist, oder keine Ahnung, man weiß ja nie, ne? Viele haben ja auch kriminelle Menschen in der Familie. Ihr müsst nur wissen, Blut bleibt Blut, weißt du, was ich meine? So, Janni, du kannst doch nicht in die Öffentlichkeit gehen oder an die Öffentlichkeit gehen und dafür sorgen, dass deine Cousins ein schlechtes Bild bekommen, weißt du so? Janni, du machst doch deine Cousins nicht schlecht in der Öffentlichkeit. Sowas macht man nicht und sowas sollte auch niemand machen. Ich würde auch niemals meinen Bruder schlecht machen in der Öffentlichkeit. Nie im Leben. Nie im Leben. Vorher sterbe ich lieber. Wallah. Verstehst du? Und wenn die Leute sich im Internet frech werden zu ihm, dann ihn aber sehen, dann die Bullen rufen, dann habe ich damit ein Problem. Dann halt doch ganz dein Maul, oder? Steh dein Mann und komm her. Richtig, richtig, richtig. Dankeschön. Mehr sage ich doch gar nicht. Ja, aber bei mir und Arafat ist das ja nie so gewesen. Ist ja immer, wir haben uns nur einmal gesehen. Einmal. Und das war's. Dann waren wir. Das war's. Aber ich sag ja, ich kann über gewisse Sachen nicht reden, weil die nicht im TikTok passen. Außerdem habe ich meine Familie nicht auf der Straße gefunden, Bruder. Vergiss das nicht. Ja. Die hat ja keiner. Ich besonders nicht, weil ich entweder du weißt zu schätzen oder du weißt nicht zu schätzen. Und ich weiß, dass meine Familie habe ich nicht irgendwo gefunden in der Gosse. Jetzt ist meine Familie. Ich habe 1000 Cousins. Davon kannst du die Hälfte Müll schmeißen, sag ich dir so, wie es ist. Aber das war einfach gut. Geiler Scheiß Schweinefleisch. Ja, zufällig, ja, aber gut, Arafat verdient auch am meisten, ne? Ah, ja, diese Filme, ja klar. Vorfeld, ich weiß ganz genau, was hier gerade deine Intention ist. Nein, der ist so schlau. Guck mal, deine neubemannskluge Kacke kannst du mit deinen Kindern machen, da bei dir im Dings, nicht mit mir, mein Freund. Weißt du warum? Weil sowas wie dich habe ich schon dreimal gefressen und wieder ausgekotzt, glaub es mir. Ali, du bist so schwer, ich kann dich niemals fressen. Ich weiß, ich fresse dich, darum sage ich ja. Das wirst du nicht schaffen, bei Allah. Dich zu fressen schaffe ich nicht? Nein. Wenn ich Hunger habe, Bruder, kannst du nicht wissen. Bruder, und das, was du erzählst über deinen Cousin, Bruder, das ist alles falsch, aber trotzdem mag ich dich. Ja? Ja, okay. Bruder, gut. Ich kenn seine privaten Probleme, Bruder. Er kriegt kein Auge zu unter Allahs Himmel, weil er so viele Schuldgefühle hat. Er kann nicht schlafen. Okay. Ja? Und du weißt das. Und du klebst an ihm, weil er Geld verdient ohne Ende und weil er deine Miete bezahlt. Ohne ihn. Ich schwöre bei Allah. Warte. Guck mal, Janni, was ist das jetzt für ein Satz, ja? Was ist das jetzt für ein Satz? Warum willst du den provozieren? Janni, ich finde, Ali hat nichts gemacht. Ali hat die ganze Zeit korrekt reagiert. Aber was ist das jetzt bitte für ein Satz? Er zahlt deine Miete. Oh, das wird jetzt richtig eskalieren, Alter. Wie aber er zahlt deine Miete? Erstens, woher möchtest du das wissen, Amrakoy? Machst du die Buchführung von Arafat oder was? Janni, was ist das für ein Satz? Weißt du, was ich meine? So, ich möchte hier niemanden in Schutz nehmen. Wallah, ich nehme hier niemanden in Schutz. Ich reagiere oder versuche mal neutral zu reagieren. Aber das, was du jetzt gerade machst, ist gar nicht korrekt. Wallah. Sowas sagt man nicht, sowas macht man nicht. Und womit hat das Ali verdient? Wallah, Was hat der denn gemacht? So, der arme Walla, der kommt live. Ich hab den auch noch nie beleidigen gehört, ne? Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Halt deine Fresse, du Peach. Sei ein Mann. Ich bin mehr Mann, als du jemals sein kannst. Beleidige nicht. Wenn du anfängst, Kacke zu reden, beleidige ich dich. Nein, aber bleib doch sachlich. Ich weiß, was dir immer sachlich ist. Ich sag, aber guck mal, du kannst doch nicht von mir Sachlichkeit erwarten, wenn du lügst. Guck mal, das ist typisch, deine Familie immer nur schreien und beleidigen. Alhamdulillah, bin ich diese Familie. Meine Eier, Habibi, ich kack auf dich, du Köpek. Ich bin gerne meine Familie. Guck mal, siehst du, du hast Angst. Du hast Angst vor mir. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Familie. Meine Familie soll so bleiben, wie sie ist. Ich kack auf euch alle. Sie ist Dreck. Wallahi, wenn wir uns sehen, ich zeige dir Dreck. Mit deinem Nachnamen kriegst du nicht. Abu Sharmuta, du Peach. Alles zurück zu dir.
Walla Ali, genau richtig so. Ich hätte genauso reagiert. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich hätte genauso reagiert. Was sind das hier für Sätze? Jetzt mal Hand aufs Herz, was sind das hier bitte für Sätze? Du kannst doch nicht an die Öffentlichkeit gehen und zu jemandem sagen, deine Familie ist Dreck. So, deine Familie ist Dreck, sagt er einfach. Nee, das ist doch deine Schwachstelle. Weißt du, was ich meine? Das ist doch die Schwachstelle von jeder Person, Alter. Die Familie. So, Janni, wie kannst du dich da hinstellen und zu ihnen sagen, deine Familie ist Dreck? Dann wunderst du dich, warum er so reagiert? Walla, das ist gar nicht korrekt. Ich verstehe das nicht. Frankie, du bist doch kein Kind mehr. Du weißt doch, wie man sich zu benehmen hat. Du redest gerade mit jemandem live und sagst, seine Familie ist Dreck. Bruder, Walla, das ist sehr, sehr traurig. Ich schwöre, das macht mich sogar sehr, sehr traurig. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch auch noch in der Öffentlichkeit so und sagt, deine Familie ist Dreck. Oder sowas sagt man nicht. Sowas geht nicht. Sowas geht einfach nicht. Walla, ich krieg sogar gerade Gänsehaut. Ich schwöre auf alles, Bruder. Walla, bei sowas ist man sehr, sehr sensibel, Alter. Da muss man aufpassen. Warum war das? Hey, warum habt ihr. Warum auf einmal Deck? Ey, Prinzschlange, was los, Digga? Bruder, ich hab gar nichts gemacht, Mann. Er redet irgendwie. Du hast ein falsches Wort gesagt, Junge. Du hast was Falsches gesagt, Walla. Nein, du warst gar nicht dabei, Mann. Ey, damit will ich nichts zu tun haben, ne? Hä? Warum kommst du überhaupt nicht? Kommst, Mann. Er hat angefangen, ja, mit seinen Provokationen. Oder? Alle ein Herzchen rein, wenn ihr der Meinung seid. Ich steck irgendwo im Dorf fest, die kommen rein, die schicken mir eine Anfrage. Ich hab doch keine Anfrage geschickt. Einen Augenblick bitte. Bitte wiederholen Sie. Ich meine nicht dich, Mann. Naja. Bitte warten. Halt doch einfach. Sie können Radio und Medien, Telefon und Klimatisierung. Halt deine Fresse, Mann. Ich will doch gar nichts von dir, Mann. Rufe Max Muster geschäftlich an oder ich möchte. Ey, das gibt's nicht. Leider können Sie gerade keine Flammlisten. Bitte halt deinen Mund! Bitte halt deinen Mund! Also, ihr seid. Guck mal, ey, die können sich alle nicht benehmen. Bruder, was für benehmen, bitte? Du hast doch angefangen mit der ganzen Sache. Wie stellst du dir das jetzt eigentlich vor, dass du jetzt in der Öffentlichkeit zu Ali auch noch direkt sagst, so, deine Familie ist Dreck? Was erwartest du? Denkst du jetzt, Ali reagiert und sagt, ja, du hast recht, meine Familie ist Dreck? Denkst du wirklich, so macht er? Bruder, bitte, ich bitte dich, ja. Du hast ihn bewusst provoziert, du wolltest ihn unbedingt triggern. Wolltest du unbedingt, weil du ganz genau weißt, du bekommst deine Zuschauer. Und es ist auch oft unterhaltsam. Gib ich auch selber zu, Bruder. Es ist unterhaltsam. So, und anders bekommen auch diese ganzen TikToker keine Aufrufe. Ist die Wahrheit. Aber Bruder, irgendwo gibt es einen bestimmten Schritt, den man nicht machen sollte. So, und dann, wenn es auch noch um Familie geht, weißt du? So, Walla, Eib. Einfach nur Eib. Die können sich nicht benehmen. Guck mal, was für eine Familie, Mann. Einfach nur peinlich. Er kann nicht da bleiben. Wisst ihr warum? Die haben einfach zu viel Dreck am Stecken, ja? Die wollen, dass ich sage, ja, es tut mir leid, ja, und, Ali macht sich peinlich und sowieso keiner hört seine Musik, ja? Das Einzige, was er macht, ist für Sesamstraße Werbung. Oh, User, du bist so peinlich, Mann. Die schimpfen über mich, aber die können nicht wie richtige Männer reden mit mir. Ja. Ist ja auch nicht schlimm, vergessen wir das, ja? Oder wie soll man denn anständig mit dir reden, wenn du seine Familie beleidigst, Amana Röhm? Yani, wie soll man denn dann anständig reden, Yani? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Stellst du dir jetzt vor, dass Ali sich da hinstellt und sagt, ja, du hast recht mit allem, meine Familie ist Dreck und so weiter und so fort? Denkst du wirklich? Oder ich bitte dich, du bist doch alt genug, du weißt doch ganz genau, wie Ali reagieren wird. Du weißt doch ganz genau, du kannst doch nicht seine Familie beleidigen. Hand aufs Herz, sowas geht nicht, ja? Yani, der hat ja nicht nur Leute in der Familie, die Scheiße bauen. Um Gottes Willen, ich will jetzt auch nicht sagen, dass seine ganze Familie Scheiße baut, will ich niemals sagen. Aber Yani, er hat doch auch Menschen in der Familie, die komplett mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben. Kannst du einfach nicht trauen, sowas zu sagen? Walla, Eib. Vergessen wir das. Wechseln wir. KA will nur Fame haben. Er schreibt mir. Ey, guck mal, ich erzähle euch was über KA. KA schreibt mir was Schlechtes. Ich poste das und er schreibt, hast du gut gemacht. Bruder, der meinte das doch ironisch, ja, so wie ich K.A. einschätze, Bruder, der ist ja voll lachkick. Wallah, ich feier den unnormal. Ja, nee, ist doch klar, dass er das ironisch meint. Ich habe ja seine Stories gesehen, er meint das safe ironisch. Er hat doch Sachen über dich gepostet. Junge, der, willst du mir sagen, danach kommt er und sagt, hast du gut gemacht? Nein, auf gar keinen Fall. Bruder, der meinte das safe ironisch, 100 Millionen %. Der wollte ich einfach nur hops nehmen. Ja. Okay, ansonsten will ich mit dir nichts tun haben. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Okay? Aber? Ey, Coach Frankie, Alter. Ja. Ja, das ist aber alaikum, Bruder. Pass auf, Joe. Du machst viele Probleme, Wallah.
Bau dir mal wieder ein L-Blatt, okay? Der ist schon gebaut. Schäm dich. Und Ali, weißt du, was ich von Schämen finde? Reden? Wie kannst du von Schämen reden? Warte mal. Komm mal, die holen extra KA rein, den größten Versager auf der Welt. Nein, komm, wir gehen raus, Frankie, komm. Aus dem nichts geworden ist. Keiner hört deine Musik. Du machst von Capital Bra die Schnürsenkel. Dein Auto da drinnen, wo du sitzt, ich kaufe dich. Du bist Capital Bras Putze, ja, bist du. Kerl. Hey, ist alles gut, KJ. Ist alles gut. Rauch mal dein Grünes. Rede mal mit mir. Ja, dann, warum ist er überhaupt? Halt mal kurz gut. Rede mit mir, Frankie, was ist los? Ist alles gut. Ich hab dir gesagt, das mit Peach, deine Eltern, entschuldige ich mich, nehme ich zurück, tut mir leid. Ist alles gut, Mann. Ansonsten müssen die einfach nichts tun haben. Jeder geht seinen Weg, alles ist schön, tamam? Aber das war doch schon immer so. Dann bleibt auch so am besten. Ja. Gut, weil ich hab keinen Bock auf diese. Die fangen an, bei mir reinzuschreien, was du sagst. Die kommt bei dir, was ist, das ist. Ich brauch das nicht, Bruder. Ich bin 40 Jahre alt, was? Voila, was ist das? Nochmal. Warte, KA muss sich erstmal die Dosis geben. Ja. Lass mal KA jetzt in Ruhe, Digga, vergiss mal. Nochmal. So, auf jeden Fall. Ich hab den gestummt, Mann. Das bringt sowieso nichts, ja? Capital konnte mit ihm nichts anfangen. Was soll ich mit ihm anfangen? Ja. Okay, ey, du hast genau noch 15.000 hast du noch auf dem Konto. Laber mir nicht voll, Mann. Ihr seid meine Zeugen. Ja, ich will nichts mit denen zu tun haben. Ich hab die jetzt rausgeschmissen, ja. Darum, so wie ich dich kenne, du wirst morgen wieder mit denen live gehen. Ich schwöre auf alles, morgen werden wir wieder mit denen live gehen. Warum wohl? Sag mal, dreimal könnt ihr raten, warum. Weil es Aufmerksamkeit bringt, weil die Leute sehen wollen, wie die sich streiten. Wallah, ich sag euch so, wie es ist, ich würde es feiern, wenn ihr wieder live gehen würdet. Bruder, ist einfach unterhaltsam. Wer was anderes sagt, lügt. Lasst aber nur die Familie aus dem Spiel, Bruder. Fertig, dann könnt ihr weitermachen. Warum nimmst du an? Was soll ich aber sagen, Yasser? Der, der mitmacht, ist genau wie der, der es gemacht hat. Der an einem Tisch sitzt, wo Alkohol getrunken wird, ist genau wie der trinkt. Guck mal, diese Leute alle, die mit Gillette hier was machen, das haben die alles von Barello gelernt. Was, Ibo? Diese Augenbrennen. Wallahi, wenn ich dich K.O. geschickt habe, denkst du, alle werden das von mir lernen und jeder wird dich auf Straße so K.O. schicken? Wenn du mich K.O. schlägst, Barello, danke. Ja. Wenn ich lasse, dass du noch lebst, dass du atmest, ich bin der größte Peach. Mehr sage ich dir nicht. Ibo, übertreib mal nicht, Wallah. Weißt du, mit wem ich gut bin? Bei Allah, guck, ich zeige jetzt ein Bild. Bei Allah, du kannst gut sein, mit wem du willst. Guck mal, ich zeige dir ein Bild und ich will gucken, ob du. Ja, also, der versteht bis heute nicht. Wallah, dieser Junge muss mal was ballern, dass er wach wird. Ich schwöre dir, Ibo, guck mal, diese Worte, die du gerade gesagt hast, diese Worte sind schwer. Ja, aber er versteht dich. Und wenn du diesen Kampf verlierst. Ich will dir was ballern. 100%. Nein. Immer sportlich, Bruder, immer sportlich bleiben. Nein, bei mir nicht. Du hast zwei Hände, er hat zwei Hände. Er hat Handschuhe, das ist Sport, Bruder. Wenn ich verliere, ich baller ihm was rein. In diese. Ein Mann, der verliert, ist nicht schlimm. Geht mir nicht um das. Ich will mein Hach haben. Ich überlege sogar, sein Ohr abzureißen. Oha. Wie Mike Tyson. Woher kennst du Mike Tyson? Von wo kennst du ihn? Ich übe immer seine Bewegung. Wallah, ich glaube, er hat den gleichen Trainer von Mike Tyson. Weil genau das Kampf wird, glaube ich, zwischen mir wie Mike Tyson mit dieser einer. Wenn ich nicht mehr kann, ich werde dein Ohr abreißen. Aber Ibo, davor darfst du nicht sonst Herzattacken. Bam, 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 bam. Lass mal diese dreckige Politik. Hier deine Rose, Leute. Aber Ibo. Hallo. Ja. Hättest du das jetzt zu ihm gesagt? Wäre er sauer geworden. Aber Ibo. Ja, aber er weiß schon. Das wird so ein krasser Kampf, ne? Ich bin vielleicht auch da mit am Start. Ich werde mich auf jeden Fall kaputt lachen, Bruder. Barello gegen Kurt Ibo. Was wird das bitte für ein Kampf, Land? Ich freue mich unnormal. Ben Shalomo, der redet über mich, dass meine Ex-Frau hier reinkommt, was hier gar nicht stimmt, was fake war. Dieser Ben Shalomo, Jobcenter erstens. Ich hatte mit seiner Cousine Kontakt, Yasser. Aber ich habe mit der nichts gemacht. Er hat mir irgendeine Straßenjunkie hier reingeholt. Und wie hast du gerade Ibo genannt? Guck mal, wer über mich geredet hat, ich Kurtibo soll seine Frau wegpacken. Oha, chill doch mal, ja, Allah. TikTok verlassen. Guck mal, lass mich nicht hochkommen und seine Mutter.
Ich war auf Koran, Yasin. Matze, Matze, Ach du, Meidin oder Kurti? Ja, der Koran, Ultillo, Dieser Abnus Scharmota soll die Fresse, der soll seinen Namus packen. Sein Namus ist auf TikTok, dieser Abnus Scharmota. Ja, arrogant, der Tisch, Ultillo. Ultillo, ist gut, das gehört hier nicht mehr. Scharaf, sich Junkie am Nachhuim. Kleiner Junkie, reicht für dich, Wallah, ich bin nicht du Abnus Scharmota. Red nicht über meinen Namus, das ist nicht mein Namus, der hier reinkommt. Dein Namus hast du verlassen, dein Namus auf TikTok. Kepek, Sheriff Ziz. Erzähl doch mal. Halt die Fresse, Barillo, bevor ich auch f***le. Halt deine Fresse. Tut mir leid, Abi. Hast du verstanden? Halt deine Fresse. Keiner redet über meine Ehre. Mein Stolz kommt nicht hier rein. Wir haben sowas nicht. Wir sind keine Ehrenlosen. Arrogante. Ja, Habibi. Matze war Almani, erster Schi. Thani Schi. Ich scheiß auf diesen Account. Isma. Kam, du öffnest den Mauer und du lässt uns mal die Hacke hier. Wollen Sie ihn anrufen und reintun? So, halt deine Schuhe. Besser für dich. Reicht, das ist kein Spaß hier, du kleiner Kerl. Hast du verstanden? Ich mag dich. Deine Fresse. Bevor du. Auch halt die Schnauze. Okay, Abi. Ich sag nächstes Event, arrogante Party gegen Kurt Ibo, Bruder. Und ich sag's euch so, wie es ist, ich sage, wirklich so meine Prognose, arrogante macht den weg, Bruder. Arrogante macht den so weg, Bruder. Psycho, Bruder, macht den weg, vertrau mir. Charmoto auf TikTok und redet über meine Familie, verstehst du? Und Ibo soll nicht reden. Und hast du gut gemacht, dass du das Thema zugemacht hast. Ibo soll über die Bilder von seinen Frauen, seine Kinder reden, die auf TikTok sind. Bevor man über andere redet. Nein, Bruder, red nicht über mich. Du hast deine Frau verlassen, für TikTok. Okay? Wallah, billah, ich geh vor seinem Haus, ich tu den unter meine Schuhe. Diesen hey, chill doch mal, Arrogante. Wallah, red sei nicht über mich. Rede nicht. Sei ruhig. Der soll mir nicht auf Aschiret Eiri machen. Kleiner Junkie. Ich schwöre auf meine Mutter, diese Spaß, ich tu den unter meine Schuhe, ich schwöre bei Allah, Yasser. Also ist er kein Aschiret oder was? Mach mal was, Khalas, er soll nicht meinen Namen hier erwähnen. Irgendwelche Bubble-Junkies, die ihre Ehre verkaufen für 2-3 Bubbles. Ist mir scheißegal, keiner erwähnt meinen Namen hier. Keiner erwähnt meinen Namen hier. Arrogante, salli an Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wie geht's dir, Yasir Habibi? Das Thema ist zu, Bruder. Genau das meine ich, Bruder. Familie sollte man immer raushalten. Dann passiert immer so, da passiert sonst immer sowas. So wie ich jetzt mitbekommen habe, hat Kurt Ibo auch was gesagt. Ne, irgendwie Familie hin, Familie da. Deswegen, meine Freunde, vermeidet TikTok. Wallah, ist gar nicht gesund, die Scheiße, ja. Sag's euch so, wie es ist. Und diese ganze TikTok-Scharmotas, die ihre Ehre verkaufen für TikTok. Ich tritt auf ihre Köpfe und ich ihre Toten und ich ihre Familie. Egal, wer das ist. Damit die alle Bescheid wissen, wer ich bin. Salamu alaikum. Warum gehen die raus, Mareiner? Warum? Warum? Wie? Warum geht die raus, Bruder? Nein, Bruder, er sagt die ganze Zeit Ausdrücke, also ich will das nicht. Wallah, er sagt Ausdrücke. Ich will damit nichts tun haben, Bruder. Er soll machen, aber ich will das nicht hören. Das war zu viel für Yasser. Wallah, ich will das nicht hören. Bruder, das war jetzt hart, ja. Generell, so TikTok sollte sich mal was einfallen lassen, Bruder. Es kann doch nicht sein, dass jeder einfach live gehen kann und dann Sachen sagen kann, die nicht korrekt sind, Bruder. Kann doch nicht sein, dass jeder live gehen kann und beleidigen kann. Wallah, Bruder, was ist das denn, Alter? Wenn wir so drauf wären, oh, ihr wisst gar nicht, was alles passiert wäre. Lass mich erst reden, Mahmoud, ja. Lass mich einmal ganz kurz reden. Ich schwöre auf meine Mutter, ich bin so enttäuscht von dir, ich habe über diese Sache gar nichts gesagt. Warum hast du Kurt Ibo gesagt? Nein. Doch, Kurt Ibo, du hast mir gesagt, guck mal, ich war mit Shema, mit Gülo und mit dieser Jamila aus Köln. Das will ich klarstellen. Mahmoud hat gerade ganz schlimm mich beleidigt. Nein. Mahmoud. Ich habe gesagt, hör zu. Ich habe gesagt, wenn du das bist, habe ich dich beleidigt. Ich kenne Ibo genauso. Wer über mich redet, ich fix seine Ehre. Das habe ich gesagt. Okay, dann Mahmoud, würde ich und Ibo über dich reden? Würden wir jemand über dich reden? Ich habe dich nicht beleidigt, Shema. Ich habe gesagt, wenn du es gesagt hast. Wenn du gesagt hast. Du hast es nicht gesagt, komm mal. Nein. Ich sag dir ganz kurz, wie das war. Darf ich das sagen? Von dir. Ich habe das auch nicht von dir erwartet, ehrlich gesagt. Niemals. Okay, dann, lass mich bitte ganz kurz ausreden, bitte. Na, ein Wort noch. Ich will das Thema zumachen. Ja, nein, ja. Ich will dir nur sagen, was mache ich? Ich muss, Mahmoud, lass mich bitte reden. Mich privat anrufen. Mal, Walki, warte doch mal. Der Ibo hat mich privat angerufen, ich schwöre bei Allah, und hat zu mir gesagt, Shema hat mir das erzählt. Dann bin ich geplatzt. Nein. Ich hab, hast du mir gesagt. Nicht Shema, ich habe es dir erzählt.
Du hörst dir zu. Wir waren in einem Stream zusammen, nicht ich. Ja, du hast mich schon falsch verstanden. Guck mal, ich habe eine Sache. Es gibt einen Lakhamudin namens Orus Buchojo und der Mudi hat bei dir. Ich habe dich nicht belastet. Vergiss die Thema. Der blockiert mich überall. Der macht Fitna überall. Es reicht mit dem. Wallabilas reicht mit dem. Ja, Jungs. Warte mal bitte, Prinz, einen Moment bitte. Prinz, einen Moment. Folg mal zurück. Warte, Mahmoud, Allah Khalid, lass mich reden. Folg mit zurück und sei ruhig. Nimm mich, lass mich doch. Ja, oh, scharf. Der blockiert mich auf jeden Fall jedes Mal bei dir. Der hat mich auch versucht, bei den anderen Streams zu blockieren. Er hat ein persönliches Problem mit mir, weil ich ihn gekorbt habe, ihn blockiert habe. Ich kenne ihn gar nicht. Ich schwöre, ja, ich schaffe nicht nochmal. Und seine Community erstellen 1000 Fake-Accounts und versuchen irgendwie immer zu schreiben, Shema so, ihre Anne, ihre Wurst. Ich möge Allah euch so bestrafen, wie es verdient. Amen, inshallah. Und jetzt die Sache, Mahmoud, lass mich bitte reden, bitte. Weil du hast mir was bedeutet, deswegen tut mir das weh. Hör mir zu, bitte. Ich habe dich aber nicht beleidigt. Ich habe gesagt, mal, ich habe auch, ich habe die Wiederholung, die kann ich dir auch zusenden, ob wir was gesagt haben oder nicht. Lass mich ausreden. Okay, Mach, Ibo, ich, Jamila, Guello waren zu viel in einem Livestream. Guello ist die größte Kachbe von Köln. Allah Khalid, Guello hat im Puff gearbeitet, diese Scharmota. Und Jamila ist die größte Scharmota von TikTok. Die soll nicht reden. Mahmoud, Allah Jamila hat ihren Arsch verkauft für TikTok. Und guck mal, das war so. Guello arbeitet im Puff. Ja, Leute. Okay, die Sache ist. Ja! Stark arrogant, Lan! Stark arrogant! Wallah, der hat recht! Das, was mit Gülo, ne? Das, was er über Gülo gesagt hat, stimmt! Ja, arrogant! Wallah, Sympathiepunkte, Bruder! Wallah, arrogant, du bist King! Du bist King! Geil, dass er das anspricht, ha! Endlich einer, der das anspricht, ja! Die macht einen auf Rich mit 900-Euro-Kette, 800-Euro-Kette haben wir da rum, aber musst du dafür auf jeden Fall so machen. Musst du auf jeden Fall das hier sehr groß machen dafür. Weißt du, was ich meine so? Deswegen, ich kann sowas gar nicht ab, Bruder. Die macht auf Rich, ne? Die stellt sich immer über andere, aber kostet 30 Euro. Weißt du, was ich meine so? Deswegen, das passt mal vorne hinten nicht. Wallah, der hat gesagt, du warst das. Ibo? Wallah, Ibo. Aber okay, Jamila, warum soll ich dich vom... Shema, warum soll ich vom Nichts über dich reden? Mach ich sowas? Nein, machst du nicht. Jamila, deswegen, jetzt sagst du, das stimmt, du schwörst bei Allah, ich glaub dir, deswegen sage ich dir, du bist auf meinen Kopf. Niemals, sag, ich bin die hinter... Ich schaff Koran, wenn jemand hinter dir redet, ich sag, haltet eure Schnauze, redet nicht über den. Und Kürt Ibo genauso, ich hab die 100 Mal in deinem Barano, du kannst dich entschuldigen, entschuldige mal. Guck mal, Ibo, ich würde mich bei dir entschuldigen, bin ich ehrlich, ne? Weil ich habe übertrieben. Du bist ein älterer Abi, es ist wie es ist. Aber ich fand nur ein bisschen komisch. Du Achuscharmota la Kammudi. Was hast du gesagt? Nicht du, Mann, irgendein Kelb, der versucht hier Fitna zu betreiben in Mahmouds Chat, der mich da auch noch blockiert und löscht. Ja, wo bist du, Mahmoud? Guck mal, bleib nett zu arroganten Partner. Nein, ich bleib nicht hier. Barillo, Wallah, ich will dich oben. Soll ich doch nicht sehen? Warum hab ich mich gerade rausgeschmissen? Soll ich doch nicht sehen? Bruder, Barello sowieso Knacks, der Typ. Wallah, der Typ hat Knacks. Wie kann es sein, dass der wieder live ist auf TikTok? Ich dachte, der will jetzt auf Twitch durchstarten. Das ist genau so passiert, wie ich es gesagt habe, meine Freunde. Wallah, Twitch ist eine ganz andere Liga. Wenn der hart vor, aber hart, Vater ist hübscher als Barum. Ist okay. Wie alt bist du denn? 24. Ich bin 37. Okay. Ach, du bist jünger als ich? Ja. Wallah, du bist jünger als ich. Dann in Abi. Wallah, ich bin jünger. Ja? Wallah, ich bin 38, ich bin jetzt 39 und mashallah. Ich dachte, du bist älter, du bist 40. Alter, Barello, warum siehst du denn nicht aus? Was ist denn mit dir los? Was denn passiert? Mit mir? Ja, du fällst fertig irgendwie aus. Ja, natürlich. Ey, Kanalope, guck mal, ich stelle dir jetzt ernst mit dir. Wollen wir uns treffen? Wallah, ernst. Warum? Was? Wieso denn? Ja, was starten so? Leute, liken, tippen, liken, Leute. Ey! Vater von Daro, bitte, ja. Ich bitte dich. Ja. Kanalope, was okay. Hast du gesagt? Nein, warum willst du dich denn mit mir treffen? Ja, warum willst du denn nicht? Nein. Ich will dir geben, einen Dünn aus. Wallah, ich gebe dir was anderes. Ich gebe dir was anderes aus. Ich gebe dir ganz anderes, was Stabiles. Nein, wow. Dann. Yo, war klar, dass der Vater jetzt wieder am Start ist, der Göttveren, ja. Bruder, ich kann ihn nicht mehr sehen mit seiner Anonymous-Maske am Räumen, Bruder. Der ist 18 Jahre zu spät, der kommt mit VW Vendetta-Maske am Räumen. Göttin-Töbe-Staffler. Bruder, ich kann sowas gar nicht ab, ha. Ich kann sowas gar nicht ab, der ist so ein Schwätzer, unglaublich. Am Räumen, wie soll denn der Sohn ein Mann werden, wenn der Vater nicht mein Mann ist? Konsequenzen, von denen weißt du nix. Also, deswegen... Coach, du bist ein sehr liebende Person, sehr, wirklich. Du bist ein sehr fairer Mensch, wirklich, ist kein Flachs.
Okay, aber dann warum sagst du sowas? Ja. Nein, ich wollte nur fragen, warum dieser Beef ist. Warum? Ja. Ich habe nur so mitbekommen, dass du sehr gerne mit dem warst und am Anfang war ja dein Name nicht so stark und dann wart ihr so lieb, nett miteinander und also sehr erst stark. Okay, ich weiß, was du antworten willst. Erstmal, er hat meinen Ruf kaputt gemacht. Du bist ein sehr fairer Mensch, will ich auch im Voraus sagen. Dankeschön, mein Lieber. Sehr loyal. Okay, gibst du mir bei einer Sache nur recht, dass wenn du Abu Chaka irgendwo hast, dass der Ruf kaputt geht? Keiner macht mehr Sponsoring. Ich habe mit denen nichts zu tun, will normal, mit denen nichts zu tun haben. Du hast nur eine normale sachliche Frage gestellt, natürlich. Genau, natürlich. Mein Bruder. Und ich finde dich fair. Normal. Ich finde dich fair, gerade loyal, stark, vielen ehrlich. Dankeschön. Ja, 100% bist du, ehrlich. Ja, aber ich wollte nur fragen und klarstellen, getan. Deswegen versuch ich dir die ganze Zeit zu erklären, mir kann keiner wehtun außer Allah. Richtig. Aber ich meine jetzt psychisch oder. Bruder, also die haben bei mir ein Coaching gebucht, Ali Boumaier und Arafat, weil sie nicht schlafen können, weil sie Schmerzen haben, weil sie von Allah bestraft werden, weil sie einfach ihre Schuldgefühle sie umbringen. Erstmal zu dem das, deswegen bitte stell mir nicht diese Quatschfrage, weil so bleibt das und so ist das, ich kann es ihm beweisen. Ich habe als Coach hier angefangen, da wusste ich gar nicht, nichts von Arafat, gar nichts. Du hast alleine angefangen, frag ihn mal bitte, er kam in meinen Stream und er hat ein Coaching bei mir gebucht und Dankeschön Old Bacode und er hat nicht bezahlt, er hat sich nicht an den Zeitrahmen gehalten, er ist nicht zum Coaching gekommen, habe ich zu ihm gesagt, pass auf, was du gemacht hast, war nicht gut. Das war's. So hat das Ganze angefangen. Tamam da, Bruder, seitdem gehst du aber nur auf seine Familie. Ja, ne, geh doch nur auf Arafat. Warum ziehst du seine ganze Familie damit rein? Was kann denn seine ganze, komplette Familie dafür? Alter? Und deswegen lass doch die Familie aus dem Spiel. Macht ein 1 gegen 1 fertig, Bruder. Ja, ich sag jetzt nicht, dass ihr euch schlagen sollt, ne, so meine ich nicht. Ich meine aber nur, keine Ahnung. Lass nur Arafat, nimm nur Arafat. Fertig, Bruder. Und Arafat soll nur dich nehmen. Fertig, Bruder. Wofür diese Familie, dies, das, Alter, wofür? Unnötig. Richtig unnötig. Macht euch selber nur Kopfschmerzen. Ja? Aber Coach Dashak, du bist doch schlau, Bruder. Wallah, man sieht es dir an, du bist ein schlauer Mensch. Wallah, Bila, du bist ein schlauer Mensch. Du machst das bewusst. Du machst das ganz genau bewusst. Weil du denkst, die kann keiner was. Und. Du hast auch Eier, ne? Ist ja nicht so, dass du keine Eier hast. Du zeigst auf jeden Fall dicke Eier. Und dafür feiern dich auch die Leute. Aber Bruder, ein bisschen so Familie, ein bisschen weniger erwähnen wäre auf jeden Fall besser. Meine Meinung. Und umso mehr Zuschauer ich hatte, umso mehr Reichweite ich hatte, desto mehr Leute kamen zu mir und haben gesagt, guck mal, das Video, guck mal das, was er gemacht hat. Guck mal, was er mit Barello macht. Dann dachte ich mir, warum sitzt er mit Barello zusammen? So. Meinst du, ich hatte irgendwie diese Vision, dass ich mal mit diesen Menschen zusammen an einem Tisch sitze? Nein, hatte ich nicht. Oder mit Barello zum Beispiel. Das kam alles Stück für Stück, indem mehr Erfolg kam. Weil wenn ich, Abu Bakr, jetzt letzte Sache, und das ist logisch, wenn ich alle ein Herzchen rein, wenn ihr meiner Meinung seid, wenn ich nicht Reichweite hätte, die hätten auf mich geschissen. Nein, Reichweite, du hast alleine für dich selber gekämpft. Du bist alleine. Und die kommen zu jedem. Ein Arafat kommt immer dahin, wenn jemand mehr über 800 Zuschauer hat. Aber den Prophet beleidigen, hast du sowas? Nein. Bruder, das ist alles Thema von gestern. Glaube das, was du glaubst. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Bis heute habe ich kein Statement dazu gegeben, Bruder. Mhm. Ich habe mit meinem Manager 2 Sekunden gebraucht, die Nachricht habe ich perfekt gefaked. Mhm. Seitdem es KI und AI gibt, nur ein dummer Bauer glaubt das. Nur der dümmste Bauer und die gehören auf die Seite. Ich habe auch in Instagram geschrieben, alle rüber zu Arafat. Alle rüber, die das glauben, geht rüber. Machen wir ganz klar. Danach hat Arafat mich angerufen und sagt zu mir, und habe ich dein Geschäft kaputt gemacht? Weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Alle eine Rose rein, ein Herzchen rein. Ja, alle eine Rose rein. Nein, also pass auf. Er sagt zu mir, und habe ich dein Geschäft kaputt gemacht? Weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Bitte. Ich habe zu ihm gesagt, alle ein Herzchen rein. Alle meine Kunden sind Deutsche, sind Europäer und denen interessiert Religion überhaupt nicht. Also mein Geschäft läuft weiter. Aber du redest nicht über Religion. Ganz kurz, Bruder. Das geht dich nichts an, welche Verbindung ich zu Allah habe. Ich bin sein Diener. Das, was du tust, ist Fitna hier reinbringen, okay? Nein, ich nicht. Bruder, klar, diese künstliche Intelligenz ist schon ekelhaft, Bruder. Diese künstliche Intelligenz ist schon wirklich ekelhaft, Amaraboy. Die Leute schicken mir Videos, wie ich Chinesisch rede. Bruder, ich Chinesisch lerne. Die schicken mir einfach Videos, wie ich Chinesisch rede. Ich war auch schockiert, wo ich das gesehen habe. Amaraboy, mittlerweile kann man so viele Sachen faken. Das ist schon gruselig. Ich sag's euch so, wie es ist. Aber, Bruder, darfst den Leuten noch nicht böse sein. Denn es ist doch klar, dass die wissen wollen, ob es jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht. Das, was du geschrieben hast, angeblich, ne? War schon ekelhaft, Bruder.
leid. Das war schon wirklich ganz, ganz ekelhaft. Aber Bruder, nein. Wir sind eine feste Wand. Ich hab dich schon voraus. Arafat holt 15 Leute Sinanji und holt mir ein von der Rockergruppe, ist aus Versehen mit reingekommen. Gibt's Riesenprobleme deswegen. Keiner behütet jemand, der auf Zweijährige das macht. Niemand. Jeder verbrennt seine Finger. So, und gestern Coach, ich aber ich verurteile dich gar nicht und sollst dich nicht rechtfertigen. Nein, darfst du auch nicht. Ich wollte nur für mich als Person, weil du ein liebender Mensch bist. Okay, vergessen wir das, ja? Ich sag dir eins, was ich im Hintergrund noch mache, Bruder, das ist nicht TikTok, glaub mir, ja? Okay, Achim. Es kommt da noch viel krassere Sachen und es kommen noch krassere Angriffe auf mich. Ich will Arafat, die ganze Familie von YouTube weg haben, von Spotify, egal was sie zu tun haben, und von Twitch. Egal mit denen vertraglich zu tun haben. Bruder, glaub mir, ich bin Afghane. Ich lass mir niemals das gefallen. Wenn du einmal mich beißt, sollen die weitermachen. Ich will sehen, was die machen. Ich will sehen, wie viel Geld er für mich einsetzt. Aber ich würde mich freuen, wenn du seinen Namen nicht erwähnst. Alle ein Herzchen rein. Ja, ich würde mich freuen, weil die sind unwichtig und die sind am Boden. Bleib wie du bist, mein Bruder. Eine Sekunde. Bitte alle eine Hose rein. Die Abu Chakas sind erledigt und kaputt und alte Männer. Wir haben mit denen, es ist vorbei. Die können auch nicht mehr. Alles, was die jetzt tun, ist aus Verzweiflung. Ali Boumaien, alter grauhaariger Mann. Die können nicht mehr schlafen. Und deswegen, das ist jetzt meine Ansage, es geht weiter mit dem normalen Geschäft. Vergessen wir die. Wenn die uns angreifen, greifen wir zurück an. Ansonsten ist Ruhe. Fertig. Ja. Ich bin froh, dass ich die los bin, ja. So, du bist eine sehr starke Persönlichkeit, Maschallah. Dankeschön, Bruder. Du bist sehr stark. Abu Bakr, hast du vielleicht eine Fitnessfrage? Aber bitte, er hat niemals den Glauben beleidigt. Subhanallah, du hast gerade selber gesagt. Warte, Abu Bakr, bitte erwähne das. Sogar wenn, das ist meine Sache und am jüngsten Tag entscheidet Richtig. Allah. Sogar wenn und das. Aber ich wollte nur wissen. Warte, dass die Fitner machen und das rumerzählen. Aber ist doch klar, dass genau die das verbreiten werden, Bruder. Wer soll das denn sonst verbreiten? Du hast doch nur mit denen dieses krasse Beef. Ist doch klar, dass von deren Seite diese ganze Verbreitung kommt, Bruder. Ist doch klar, dass sie das verbreiten werden. Ich hätte dir das auch schon vorher sagen können, dass sie das verbreiten werden. 100%. Stella. Hörst du mich? Ja, Bruder, gerade war der Elefant hier drin. Ja, ich weiß, der ist ein Feature. Dieser Ali und ganze gesamte Abu Chakas, alles Features. Nein, hör auf. Wie redet das Feature? Wer ist das, Digga? Hallo, nicht. Guck mal, wir wissen doch, dass er nichts drauf hat. Ja, ist alles gut. Ja. Digga, ich hab ihn in Frankfurt gesehen. Bei Allah, dieser Ali. Weißt du, wie der ist? Willst du das Gold? So richtig harmlos. Digga, ja. Der ist doch im Internet am Wählen. Der. Ey, Koran. Keiner hat diese Eier wie ich, so wie die Abu Chaka. Deswegen haben die mich losgeschickt. Okay. Also. Oder wir sind die Jungen, machen auf Männer, aber beleidigen Eltern. Du bist sachlich geblieben. Ja, Bruder. Achso, warst du dabei? Ja, normal. Ich hab zugeguckt. Ich hab so Aggression bekommen. Der sagt Mann, aber sagt Feach. Nach 20 Metern hat er Atemnot. Beruhig dich. Fetter Cheeseburger mit 2 Wochen, Abel Allah. Er bricht sogar alle Frauen seine Rekorde, weil er Ali, wo man je 3 Titten hat. Dieser fette Cheeseburger, was er ist. Hör auf damit. Walla. Ey, guck mal, so kriegt man Probleme. Jetzt habe ich die wieder an den Backen und alle reden wieder über Arafat, das will er. Ich wohne in Oberramstadt, Abu Chakas. Lass mich doch mal kurz was sagen. Ich steck fest irgendwo im Dorf mit meinem Auto. Die schicken mir eine Anfrage. Ich denk, okay, dick und doof wollen irgendwas mit mir besprechen. Oder Wallah, so ein Film, Gold ist Legende. Wallah, ich sag euch so, wie es ist, ich mag Gold. Wallah, ich mag Gold. Aber manchmal muss man wirklich aufpassen, was man sagt und das meine ich auch wirklich nur gut. Ha. Wallah, ich meine das nur gut. Aber jetzt richtig haram, dass die sich über sein Gewicht lustig machen, ne? Ja, ne, aber nachkommen. So, ihr seid auf jeden Fall 8 Jahre zu spät und das ganze Ding ist doch schon ausgelutscht. Ja, ne, wie könnt ihr noch über Gewicht lustig machen? So, Bruder, ja, ne. Warum? So, hä? Ich verstehe das nicht, Wallah. Deswegen, TikTok kann manchmal fies sein. Habt ihr mal die Kommentare gelesen, Bruder? Wallah, manchmal kann TikTok richtig fies sein. Ich schwör auf alles. Ja, meine Freunde, was soll ich euch noch dazu sagen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße. Und haut rein.
Ja, es stimmt, Lil Janko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosen.